Hallo und herzlich willkommen. Ja. Hallo und herzlich willkommen zu The Sims 4 Star Wars Reise nach Batuu. Wir kreieren heute unsere eigene Star Wars Story, eine galaktische Geschichte, die nicht unbedingt was zwangsläufig mit Star Wars zu tun haben muss, aber wir werden auf jeden Fall das Setting dafür benutzen, denn wir wollen ja Makani, Richtung Batuu schicken. Und ich bin gespannt, was er da so für Abenteuer erlebt. Ignoriert bitte meinen Bobble, ich wollte was Neues ausprobieren mit meinen Haaren. Ich wollte ein bisschen Variation tatsächlich in die Facecam bringen und jetzt habe ich mehr Haarspangen und Haarklammern auf dem Kopf als eigentlich Haare. Und ihr seid bestimmt schon genauso neugierig wie ich, was unsere neue Staffel bringt. Daher werde ich gar nicht lange drum herum reden und wir werden anfangen. Und wir starten hier im ziemlich dunklen, düsteren Glimmerbrook, weil das Wetter ist da gerade nicht so toll. Hier haben wir Makani für alle, die eventuell neu dazuschalten heute. Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Kanal. Und der kleine Kian, sein Cousin. Er verabschiedet sich quasi gerade. Luana ist auch schon hier. Sie schaut nicht sehr begeistert aus. Ich glaube mal, das liegt an Kian, weil Luana ja für die Wiederbelebung von Makani ihre Fruchtbarkeit geopfert hat und genau weiß, sie wird nie ein eigenes Kind haben. Ich habe die beiden schon wieder in einen eigenen, separaten Haushalt gepackt, weil ich habe euch gefragt, wie wir das starten wollen, wen wir mit nach Batuu nehmen wollen. Oh nein, alles gut. Guck mal, wir loben dich mal. Alles gut bei euch? Ja, gut. Aber ich dachte, nein. Makani wird sich auf jeden Fall von Keanu verabschieden, der ja sich erstmal ein bisschen von dem Zauber erholen muss. Deswegen sieht er ja auch sehr anders aus. Die Ohren sind spitzer, so die dunkle Magie, die sich durch seine Adern zieht, die spitzen Zähne, die mittlerweile rötlichen Augen. Es hat ihn arg zu schaffen gemacht, auch wenn er versucht, es sich nicht anmerken zu lassen. Aber die meisten waren dafür, dass Keanu halt hier zu Hause bleibt bei seinem Sohn und seiner Freundin und sich einfach hier noch ein bisschen erholt. Ich dachte zwar so, er würde Makani so schnell nicht aus den Augen lassen, weil er hat ihn ja gerade erst wiederbelebt und hat ja seinem Vater versprochen, auf Makani aufzupassen. Keanu ist der Onkel von Makani und Keanus Zwillingsbruder Kalani, Makanis Vater, ist leider verstorben. Auf tragische Art und Weise. Aber Makani möchte sich auf jeden Fall von ihm verabschieden, sich nochmal bei ihm bedanken, bevor sie dann zusammen die Reise nach Batuu antreten. Was können wir hier noch machen? Ich möchte, dass ihr euch bitte umarmt. Liebevoll umarmen. Er sagt jetzt nämlich, dass er eine Möglichkeit gefunden hat, ins Weltall zu reisen, dass er Kian auf jeden Fall Briefe schreibt, Postkarten schickt, weil Kian liebt das Weltall. Durch Kian ist Makani auf das Thema Weltraum gekommen. Falls ihr die letzten Folgen verpasst habt, das ist die letzte Staffel Nachhaltig Leben. Da haben wir das alles schon so zurechtgesponnen, weil Kian, das ist Kians Zimmer, ist ja hier alles so mit Weltraum und Makani möchte dem einfach auf den Grund gehen und Luana, Makanis Zwillingsschwester, hat ihren Zwillingsbruder gerade erst wiederbekommen und wird deshalb auch sagen, du gehst nirgendwo hin, ohne mich mitzunehmen. Ich hab dich gerade wieder und ich lass nicht zu, dass du mich wieder verlässt. Und nun werden wir reisen. Ich bin gespannt, wie das alles so funktioniert. Geht das hiermit? Nee, hiermit geht das nicht. Das war ja mit Urlaub nehmen, glaube ich. Ich habe das noch nicht getestet. Ich habe mir das Pack gerade erst runtergeladen. Ich glaube, Urlaub nehmen. War das richtig? Also ich habe das Pack gerade erst runtergeladen und entdecke das quasi jetzt alles komplett mit euch zusammen. So, Makani. Hier ist der Opa von Makani. Der ist schon ganz, ganz lange tot. So, natürlich gibt es heute auch ein Umstyling.
Ich habe die beiden jetzt auch nach Oasis Springs ziehen lassen, weil die brauchen ja ein Grundstück. Das ist noch komplett leer, also die haben nichts. Die haben von Keanu 10.000 Simoleon bekommen und von Murako, von dem Vater von den beiden, 10.000 Simoleon bekommen. Damit haben sie sich ein kleines Grundstück auf Oasis, also in Oasis Springs gekauft, deswegen haben sie jetzt nur noch 18.500. Und mal gucken, was sie sich da so zusammen aufbauen. Und wir reisen nach Batuu. Oh mein Gott, ich weine gleich. Ich finde das cool. Ich finde es immer super spannend, neue Packs und sowas zu entdecken. Ich würde sagen, wir reisen erstmal hier hin. So als Neuankömmlinge. Und ich... Oh, dieser Ladebildschirm ist so cool. Das ist so rüberswiped, so wie in den alten Filmen. Also ich bin ein riesiger Star Wars Fan. Durch meinen Vater bin ich damals auf Star Wars gekommen und Star Wars ist einfach meine Kindheit. Okay. Oh mein Gott, die haben schon coole Sachen an. Es wird cool. Es wird cool, Leute. Ich weiß, es ist nicht unbedingt das Thema für jeden, aber es wird cool. Willkommen auf Batuu. Auf Batuu verwendest du eine andere Währung, die galaktischen Credits und ein besonderes Inventar. Keine Sorge, deine Simoleon und Inventarinhalte sind zu Hause sicher. Sieh dir zu Beginn die Karriereleiste für deine erste Mission an, um den Einstieg zu finden. Dankeschön, liebes Spiel. Und bevor wir hier starten, möchte ich noch was zu sagen. Makani wird sich hier erstmal umgucken. Und da waren einige Kommentare, ja, er kann sie ja zum Widerstand gehen, er kann aber auch zur ersten Ordnung gehen, weil er ja durch schwarze Magie wiederbelebt wurde. Er hat übrigens auch eine Zahnspange, wie ich sehe. Den nehmen wir ihn dann weg, wenn er erwachsen wird, also ein junger Erwachsener wird. Es sind ja beides noch Teenager. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Genau, das, weil er ja mit dunkler Magie wiederbelebt wurde, dass er auch so ein bisschen böses Blut hat. Bin ich mir tatsächlich noch nicht so sicher, in welche Richtung ich gehen möchte. Auf jeden Fall hört er sich erstmal um. Und Luana sieht schon super begeistert aus. Sie braucht auf jeden Fall ihre Lashes wieder. Sie ist eigentlich nur mitgegangen, weil sie bei ihrem Bruder sein möchte, bei Makani. Und sie interessiert sich so überhaupt nicht so für Star Wars. Also Star Wars, da heißt es ja nicht Star Wars. Also Luana interessiert sich halt so gar nicht für die Galaxie, für den Weltraum. Sie möchte wieder zurück nach Evergreen Harbor, sie möchte wieder zurück nach Sulani. Aber sie möchte ihren Bruder nicht alleine lassen. Deswegen würde ich sie in keine Fraktion stecken, sondern eventuell eher so auf die neutrale Seite zu den Schurken. So, das waren so meine Gedanken dazu. Und ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Ihr könnt ja jederzeit gerne was zur Storyentwicklung, zur Charakterentwicklung von den Sims dazu schreiben in die Kommentare. Und ich versuche dann darauf einzugehen. Ich habe ja schon einige Kommentare bekommen. Hatte ich ja schon erwähnt, dass Keanu dann halt zu Hause bleiben soll, dass er halt nicht so richtig da reinpasst. Und wow, ich bin geflasht. Oh mein Gott. Also ich habe natürlich den Stream gesehen und den Trailer und schon Videos dazu gesehen, aber das so in richtig echt zu sehen, so im eigenen Spiel. Oh mein Gott, das ist der berühmte Millennium Falcon. Ich weine gleich. Oh mein Gott. Okay, wir müssen irgendwas planen. Hier leuchtet was. Was müssen wir... Nee, Essen brauchen wir nicht. Hier, das ist unser Unterschlupf. Also wir werden Outfits planen. Und du wirst das auch machen. Makani ist auf jeden Fall auch wieder eine Meerjungfrau, weil der Fluch wurde ja bei ihm aufgehoben. Ist er wieder eine Meerjungfrau? Ja, ist er wieder. Der Fluch wurde ja bei ihm aufgehoben, weil er ja gestorben ist und dann hat sich der Fluch quasi aufgelöst, weil er nur bis zum Tod gilt. Oh, diese ganzen Geräusche. Oh mein Gott, ist das cool. Oh mein Gott. Also ich habe den Stammbaum wieder eingeblendet, hoffentlich. Okay, Batuu-Outfits. Ich find's so krass. Ich habe ja vorhin schon kurz reingeguckt, jedenfalls in den Cars. Bei den Frisuren. Gib mir die Frisur, reise nach Batuu. Ist jetzt schon wieder wie ein Bauer hier, ne? Ich finde die Frisur ganz geil. Ich war auch am Überlegen, ob ich die ihm gebe. Aber ich glaube, die bekommt er, wenn er dann ein junger Erwachsener wird. Und als Teenager behält er noch die. Ich finde beide Frisuren halt cool. Ihr könnt mir mal
gerne sagen, ob wir die nachhaltig leben Frisur nehmen wollen, die er halt schon die ganze Zeit als Teenager hat, oder ob wir die Batu Frisur nehmen wollen. Ich finde halt irgendwie beide schon ziemlich cool. Okay, du brauchst auf jeden Fall ein neues Outfit. Ja, ich bin so gehypt, ich weiß gar nicht. So, am Anfang war ich mega enttäuscht, so, oh, Star Wars Pack, bla bla bla. Aber mittlerweile finde ich es einfach so geil, eben weil Star Wars einen Großteil meiner Kindheit ausmacht und es mich so einfach an meinen Papa erinnert. Und das finde ich total schön. Also ich würde auf jeden Fall in diesem Blaubereich bei ihm bleiben wollen. Das finde ich schon nicht verkehrt, wobei das auch was hat. Ich würde ihm ja gerne auch so eine Kapuze geben. Hier, wo war das? Packs, Reise nach Batuu, so ein Ding würde ich ihm gerne geben. Oh, es sieht schon cool aus. Das sieht schon cool aus. Oh mein Gott. Dass er so ein bisschen verdeckter halt rumläuft. Oh mein Gott, nein. Nein, 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 nein. Einfach nein. Ah. Dann müssen wir ihm aber, glaube ich, ein anderes Oberteil geben. Oder jedenfalls in einer anderen Farbe. Weil es soll ja schon zusammengehörig aussehen. So vielleicht. Dass er einfach so ein bisschen vermummter ist. Weil sie sind ja neu, müssen sich erstmal umsehen und so. Und da weiß ich halt noch nicht. Das passt halt irgendwie gerade alles nicht so gut zu dieser Kapuze. Aber ich würde die so gerne nehmen. Haben wir hier was in den ganzen Outfits? Oh, das passt farblich nicht so ganz in das, was ich mir vorgestellt habe. Ach Mann. Das hier vielleicht? Oh, ich wollte unbedingt die Kapuze nehmen. Aber ich glaube. Ich glaube, mit der Kapuze werden wir. Wow, Makani. Werden wir nicht happy mit. Das passt irgendwie farblich alles nicht so ganz genau. Okay, dann werden wir uns hiermit begnügen, glaube ich. Haben wir hier neue Hosen? Wir haben bestimmt neue Hosen. Gucke mal. Oh, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Ja, dann auf jeden Fall diese Schuhe. Sagt da sogar Makani. Oh, ich find's cool. Oh, ich find's super cool. Da hat er halt auch immer noch das Blaue. Gerade so für den Anfang finde ich das toll. Accessoires gibt's keine neuen, das weiß ich. Oh, ja. Okay, damit bin ich zufrieden. Ich glaube, er wird erstmal das Outfit bekommen. Ich hoffe, ihr seid damit auch einverstanden. So, und hier sind wir jetzt bei Luana. Ihr Outfit finde ich eigentlich schon ganz cool. Mal gucken, was es da für Frauen gibt. Für Frauen gibt es ja meistens immer so ein bisschen mehr, was ich schade finde. Also ich finde es toll, dass es für Frauen so viel gibt, aber für Männer gibt es halt immer nicht so viel. Ah, okay, ich bin gespannt, was wir dir geben. Ja, das ist nicht so deins. Das ist halt eher so Jedi. Das könnte. Oh, das Rey-Outfit. Das finde ich natürlich sehr, sehr cool. Aber ich will mal bei den normalen Outfits gucken, also bei den Kategorien, nicht bei den vorgefertigten. Das sieht nicht so nach Batuu aus. Das ist halt, sieht ein bisschen aus wie so aus einem Strickpack oder so. Das finde ich geil. Was hältst du denn davon, Luana? Oh ja. Oh ja, das kann ich mir gut vorstellen. Aber auf jeden Fall brauchst du deine Lashes wieder. Du siehst sonst so nackt im Gesicht aus. Nee, welche hattest du denn? Ich glaube, die hier. So, viel, viel besser. Und dann brauchst du natürlich noch eine Hose. Oh, es gibt schon coole Sachen. Und diese Hosen-Rock-Kombis, die haben sie mittlerweile, oder? Ich glaube, ich will dir auch das geben. Dann habt ihr so Zwillingslook. Dann kriegst du so ein bisschen eher das Schwarze. Die Schuhe passen eigentlich auch schon voll geil. Oh. Ich find's sau cool. Oh mein Gott. Ich lieb's. Ich lieb's. Okay, und dann sehen wir uns gleich nochmal im Cars, weil wir da auch noch ein paar Sachen ändern müssen. So, wir sind jetzt im Cars. Und ich würde hier seine Merkmale ändern. Wow, ihr seht nichts wegen der Facecam. So, jetzt seht ihr was. Also ich würde die Merkmale hier auf jeden Fall bei ihm ändern wollen, weil Öko-Fanatiker, Ah.
hatten wir ja gemacht wegen dem neuen Nachhaltig-Leben-Pack, aber ich glaube, das war bei ihm nur eine Phase und seitdem er daran gestorben ist, weil er da war, durch die Fliegen, hat er da, glaube ich, einfach keinen Bock mehr drauf. Da ist er raus aus der Phase. Düster kam mir durch den Fluch, weshalb er dann auch keine Meerjungfrau mehr war, durch die Nymphen. Wer das verpasst hat, schaut euch das unbedingt an. Das war super aufwendig und wow, es war dramatisch. Und deswegen nehmen wir ihn das auch wieder weg. Und es wurde sich gewünscht, dass er das Merkmal ordentlich bekommt. Eben weil er halt den Fliegentod gestorben ist und deswegen so ein bisschen so phobisch, so vor Schmutz ist. Also nicht vor Unordnung, aber halt so für wirklich Dreck, den Fliegen anzieht. Deswegen mache ich ihn auf ordentlich. Und weil er wiederbelebt worden ist, kann ich mir vorstellen, dass er so einen leichten Knacks weggekriegt hat. Deswegen würde ich ihn auch unberechenbar machen. Diese Sims können Selbstgespräche führen und ihre Emotionen sind unvorhersehbar. Zumal das halt eines meiner absoluten Lieblingscharaktermerkmale ist bei Sims 4. Yep. Dann ist er halt so ein bisschen verrückt. Und ich würde ihm natürlich auch ein neues Bestreben geben von Star Wars. Das seht ihr jetzt nicht. Ach, ihr seht es schon wieder nicht. Auf jeden Fall haben wir hier Hoffnung versus Ordnung. In der Welt von Batuu spitzt sich der Konflikt immer weiter zu. Oh, das reimt sich sogar, das gefällt mir. Dieser Sim möchte den Black Spire Außenposten erkunden, um herauszufinden, ob er sich dem Widerstand oder der Ersten Ordnung anschließen soll. Das passt ja hervorragend zu ihm. Sonst haben wir hier soweit alles. Kann die Toilette benutzen, kann andere schwängern, männlich, männlich. Ja, das passt soweit. Wobei wir mich hier nochmal gucken müssen mit seiner Meerjungfrauenform, weil das gefällt mir nicht. Wo ist denn die Flosse, die du vorher hattest? Du hattest doch. Ich glaube, die hattest du. Ich glaube, die hattest du, ja. Okay, dann passt das soweit. Und Luana, seine Schwester, sie ist ja düster und eigentlich auch eine Meerjungfrau, aber sie hat den Fluch halt noch. Die Merkmale würde ich ihr so lassen. Und Meisterfabrikantin. Hast du da jetzt doppelte Lashes? Dein Ernst? Das ist ja kacke. Ja, weiß sie doch nicht, weil sie möchte ja eigentlich gar nicht auf Batuu sein. Deswegen weiß ich nicht, ob wir ihr jetzt das neue Merkmal geben wollen. Galaktische Freibeuterin. Dieser Sim möchte sich keine Seite anschließen und mischt sich lieber unter die Schmuggler und Kopfgeldjäger des Randplaneten Batuu. Und sich nebenbei mit dubiosen Geschäften ein paar Credits zu verdienen. Um sich nebenbei. Da ist ein Rechtschreibfehler drinne. Nee, gar nicht. Ich muss nur weiterlesen. Und sich nebenbei mit dubiosen Geschäften ein paar Credits zu verdienen, kann schließlich nie schaden. Wobei das eigentlich schon ganz cool ist irgendwie. Galaktische Freibeuterin. Ja, ich glaube, ich wähle das. Aber bei ihr müssen wir noch was anderes einstellen. Und zwar, dieser Sim kann schwanger werden. Nehmen wir ihr weg. Sie kann weder noch. Auch wenn meine Facecam jetzt gerade schon wieder im Weg ist. Weil sie ja ihre Fruchtbarkeit für ihren Bruder geopfert hat. Das war ja Teil des Zaubers. So, und ich muss das nochmal eben mit ihren Lashes fixen. Diese Musik, wenn man aus dem Cast rauskommt, die ist unglaublich schön. Ich weiß nicht, ob ihr die so hört, weil ich ja ein bisschen gucken muss, dass nichts geclaimed wird. So, ihr beiden, ihr seid jetzt fertig. Ja, umarmt euch erstmal. Ich finde das wunderschön. Okay, wir müssen. Oh mein Gott, ist das cool. Diese scheiß Abstimmungen, ne? Also ganz ehrlich. Vorbereiteter Reisender. Okay, wir müssen jetzt beim Job gucken. Genau, hier. Im Unterschlupf auffrischen. Dann machen wir das doch einfach mal. Das müsst ihr nämlich hier auch machen. Und was passiert dann? Ja, du brauchst nicht mehr mit ihm reden. Er ist da drin. Willst du nicht auch reingehen? Die Hygiene geht jetzt hoch. Okay, Toilette benutzen. Entspannen. Auffrischen. Das ist interessant. Weil man soll ja wohl hier mehr Gameplay-Sachen haben und nicht nur sich um die Bedürfnisse kümmern müssen. Aber das ist schon cool. Guckt euch das mal an, hier so ein Balkon.
Ich find's saumäßig cool. Ich find's auch toll, dass hier alles so ein bisschen abgerundeter ist und ein bisschen durcheinander und nicht so gerade. Und ich hab da gerade ein Haar. Okay, also wir sind auf jeden Fall wieder draußen. Essen bei Docking Bay 7 bestellen. Das war doch da, wo wir eben waren, oder nicht? Oh mein Gott, hallo. Oh mein Gott. Man muss hier wirklich mal eintauchen, wenn man dann hier mal so ein bisschen durchgeht. Oh mein Gott, ich find's cool. Ich find's richtig, richtig cool. Hier ist so ein Platz. Was ist das? Ronto Roasters. Nee, bei Ronto Roasters sollten wir nicht bestellen. Sollten wir nicht hier bestellen? Genau. Kommt. Kommt, Kinderchen. Kommt, es gibt jetzt Essen. Hört ihr das? Klingt schon so gefährlich, aber man kann halt nicht reingucken, ne? Da ist nichts drin, leider. Aber es ist trotzdem so cool. Und dann den ganzen Stormtrooper. Und das killt mich, ne? Also das... Kalani! Glückwunsch zu deinem neuen Job. Ich glaube, das ist genau das Richtige für dich. Oh mein Gott, das ist ja wundervoll. Okay, Credits. Wir haben nur 100 Credits. Wir müssen uns das echt einteilen. Ich glaube, du möchtest ein Aufstrich. Und du? Hey, du sollst dir auch was zu essen holen. Auch wenn du absolut keinen Hunger... Doch, ein bisschen Hunger hast du. Hast du da was Leckeres? Die Sims können das dann auch zu Hause nachkochen, wenn ich das richtig verstanden habe. So, und du kannst hier so... Overnight Müsli. Das klingt toll. Das klingt toll. Oh, ich will jetzt auch ein Müsli. So, guten Appetit. Wollt ihr euch vielleicht hinsetzen? Müsst ihr auch erstmal ankommen. Hier. Setzt euch mal da zusammen hin. Hä? Makani, kommst du? Und Luana ist halt so, oh, ich habe eigentlich keine Lust hier zu sein. Die ist da nicht so begeistert von. Und Makani ist halt so dieses... Hast du das gesehen? Hast du das gesehen? Guck mal hier und... Oh mein Gott, hättest du damit gerechnet? Der ist so richtig euphorisch dabei. Oh Gott, ist es... Millennium Falcon scannen. Das machen wir auf jeden Fall. Wir müssen auf jeden Fall den Millennium Falcon scannen. Ich habe keine Ahnung, was wir hier noch alles machen müssen. Nach dem Widerstand fragen, nach der ersten Ordnung fragen, nach Schurken fragen. Okay. Also die sieht schon aus, als sei sie von der ersten Ordnung. Vielleicht sollten wir lieber neutralere Personen fragen. Wir fragen dich nach der ersten Ordnung, nach Schurken und nach dem Widerstand. Und du fragst auch jemanden. Ja, die Verantwortung reicht nicht mehr aus. Guck mal, hier ist jemand. Hallo, 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 hallo. Können wir mit dir reden? Hallo, hallo. Ja, sehr schön. Die ist stehen geblieben. Hallo, dreh dich um zu mir, ich will dich sehen. Ich finde es schade, dass es diese Gesichtstätowierungen nicht ohne diese grüne Farbe geht. Und hier um die Augenbrauen sieht man noch die echte Hautfarbe von dem Sim ohne das Make-up. Das finde ich ein bisschen schade, das haben die nicht so schön gemacht. Aber ich finde es trotzdem irgendwie cool. Oh, Warteprotokollierung, Millennium Falcon. Pause, Pause, ich will nichts verpassen. Der Millennium Falcon, ein modifizierter, korellianischer, leichter Frachter, ist eine Legende unter Schmugglern und wird auch als schnellster Schrotthaufen der Galaxis bezeichnet. Trotz seiner bescheidenen Herkunft hat das Schiff den Kursalflug in unter 12 Parsecs absolviert und eine wichtige Rolle bei den größten Siegen der Rebellenallianz und der Neuen Republik gespielt. Zu seinen ehemaligen Besitzern gehören Lando Calrissian, Han Solo und eine Handvoll anderer Schurken. Da Chewbacca mit dem ehemaligen Piraten Hondo Onaka die Vereinbarung getroffen hat, Hondo das Schiff zu leihen, wenn dieser dem Widerstand hilft, findet sich der Falke derzeit auf Batuu. Oh mein Gott!
Gott. Ich liebe es. Ich liebe es. Okay, ich war am Anfang wirklich nicht begeistert, dass es ein Star Wars Pack ist, aber gerade bin ich so ein bisschen im Fangirl-Modus. Du musst mit Hondo Honaka sprechen. Möglicherweise findest du ihn in Ogas Cantina im Black Spire Außenposten. Okay. Okay. Jetzt fragt sie nach der ersten Ordnung. Die Tür blendet sich aus. Du solltest dich an Leutnant Agnon wenden, wenn du dich über die erste Ordnung informieren möchtest. Du findest ihn bei der Frachthalle der ersten Ordnung. Und gehörst du zu der ersten, gehörst du der ersten Ordnung an? Warum bist du interessiert am Widerstand? Wenn sie sich im Black Spire Außenposten verkrochen hätten, wüsste ich davon. Sie müssten sich irgendwo außerhalb der Stadt verstecken. Okay, und bei Makani genau nochmal das Gleiche. Das ist cool. Hier, wir müssen ihn auch nochmal fragen. Wir müssen hier ganz viele Leute fragen. Also das müssen wir auf jeden Fall hier nochmal abschließen. Hallo! Oh, hi! Hi! Können wir mit dir reden, bitte? Nach Schurken fragen und nach Erster Ordnung fragen und nach Widerstand fragen. Oh, ihr seht alle so cool aus! Ich finde es so schade, dass das nur Masken sind. Die Erste Ordnung hat einen eigenen Bezirk im Black Spire Außenposten. Dort findest du, was du suchst. Hondo würde gerne widersprechen. Du findest ihn in Ogas Cantina. Wenn du dich bereits mit dem Widerstand oder der Ersten Ordnung verbündet hast, ist das kein Problem. Du kannst trotzdem für ihn arbeiten. Wenn es Credits zu verdienen gilt, behandelt er alle gleich. Okay, hier nochmal das Gleiche. Okay. Diejenigen, die nicht gefunden werden wollen, verstecken sich häufig im Wald. Okay, wir müssen aber noch mehr Leute fragen. Einmal müssen wir hier noch. So, und du auch? Hallo, hallo, hallo. Die hat sich gerade so verdächtig umgesehen. Hacken üben. Okay. Das kann Luana ja gleich mal machen. Weil das ist interessant, dass du hier... Da hast du uns auf eine Idee gebracht hier. Mission abgeschlossen. Herzlichen Glückwunsch zum Abschluss deiner ersten Mission. Da du dich nun auskennst, solltest du die anderen Nachbarschaften erkunden, indem du auf deinem Telefon auf Reisen klickst oder die Taste M auf der Tastatur. Neue Missionen erhältst du von Sims mit einem Fraktionssymbol über dem Kopf. Verbessere weiter deinen Ruf bei den drei Fraktionen, um neue Möglichkeiten auf Partout freizuschalten. Sehr cool. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, sie... Ja, wir haben jetzt halt nochmal komplett das Gleiche. Hier, du kannst hier mal den Schrotthaufen durchsuchen und du übst hier gerade. Das finde ich cool. Ich kann mir Luana einfach so gut als Schmugglerin vorstellen. So, sie sich auf keine Seite stellt, weil sie so das ganze Trumbum-Babo, To-Babo auf Batu einfach nicht interessiert. Aber so ein bisschen Geld machen, ich glaube, das lenkt sie ganz gut von ihrer Trauer ab, dass sie halt keine Kinder bekommen kann. Jetzt... Geht's dir gut? System überlastet wegen Bedienfeld. Was für ein Schock. Du solltest deine Programmierfähigkeit verbessern, bevor du das noch einmal versuchst. Ja. Das auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Oh mein Gott. Karriere einschlagen. Alle Nachbarschaften auf Batu besuchen. Mission für den Widerstand oder der ersten Ordnung abschließen. Und du? Mit 5 Partien Sabak spielen. Level 3 der Programmierfähigkeit erreichen. Und in Ogas Cantina. Okay. Ogas Cantina betreten. Das ist ja so ein Shell-Objekt. Da können wir hier so rein. Ja, die Abstimmungen interessieren mich jetzt so gar nicht mehr. Es ist so cool. Es ist so cool. Oh mein Gott. Bitten, Missionen zu sehen. Oh mein Gott. Und wir müssen hier spielen. Sabak spielen mit Hondo Honaka. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich krieg Schnappatmung. Es tut mir leid, ich bin gerade ein bisschen überdreht, aber... Ah! Was sehe ich da? Ein frisches, neues Gesicht. Hast du Lust, mit mir Sabak zu spielen? Das ist die einzige Möglichkeit, jemanden richtig kennenzulernen. Was hast du zu verlieren? Du könntest einen neuen Freund finden.
Außerdem könntest du eine Weile mein gutes Aussehen genießen. Flirtest du mit uns? Wir spielen. Wir spielen auf jeden Fall. Ich nehme hier schon voll lange auf. Nein. Egal, dann wird die erste Folge ein bisschen länger. Sonicay? Okay, wir spielen. Was macht ihr denn da? Der ist auch einfach so cool. Ja, der spielt normalerweise Musik. Ich habe die Musik deaktiviert. Weil ich ja eigene Musik drunter lege. Du hast jetzt aber hier, beschuldigen zu betrügen. Du hast geschummelt, das habe ich genau gesehen, Keule. Ja, ne, habe ich gar nicht. Doch, habe ich gesehen. Du hast hier unterm Tisch und so. Aber wir spielen ja wirklich um... Oh Gott, das ist ja wie Poker. Wir spielen ja wirklich um Geld. Oh mein Gott. Luana, bitte verkack nicht. Das wäre echt doof. Oh, Makani ist hier am Tanzen. Das ist schön. Sie guckt aber auch, ne? Ey, wir verlieren jetzt aber nicht, oder? Ich kann es auf jeden Fall mal freundlich vorstellen. Warum auch nicht? Level 3 der Tanzfähigkeit. Dein Vater konnte auch gut tanzen, Makani. Hey! Was? Nee, weiterspielen. Ach, meinst du, der Platz bringt dir mehr Glück hier, oder was? Zieh uns hier nicht über den Tisch. Wir wissen genau, dass du ein Schurke bist. Luana, du kriegst das gut hin, bestimmt. Hast du jetzt verloren? Hast du verloren? Voller Zuversicht. Aber ich habe es doch gesehen, weil jemanden beschuldigt hat zu betrügen. Die Karte wurde ausgetauscht, aber niemand wird Luana glauben. Sag mal! Hier können wir eigentlich was machen? Vulkanische Bombe heraufbeschwören. Die werden Augen machen. Die werden definitiv Augen machen, wenn wir das machen. Okay. Mission abgeschlossen! Gutes Spiel. Ich habe dich aber auch nicht so hart rangenommen. Ich könnte deine Hilfe gebrauchen, um ein paar Credits zu verdienen. Natürlich bekommst du deinen Anteil. Mission abgeschlossen. Belohnung 400 Credits. Ja! Und Schurkenruf. Sprich mit Hondo in Ogas Kantina, um deine nächste Mission zu erhalten. Hier willst du mit deinem Bruder vielleicht erstmal was trinken. Oh! Makani gönnt sich schon. Hier, Getränk bestellen. Black Spire Brew. Und du unterhältst dich hier schon, eine lustige Geschichte. Okay, aber du kannst ja auch ein Getränk bestellen. Blurk Fire. Es ist so cool. Oh mein Gott, das Setting ist so cool. Ich finde, Makani und Luana passen hier voll gut rein. Ich war ja eher skeptisch, weil das sind ja mehr Jungfrauenkinder. Das kommen ja von Sulani. Und du gönnst dir, ne? Du gönnst dir richtig. Oh, das qualmt. Ich will, dass das darüber auch er hat. Das wäre das Gleiche, bitte. Ha? Hallo? Was ist das? Bis hätte ich gerne. Und wir haben runde Bars. Oh. Hier, setzt euch mal zusammen hierhin. Sitzen. Und du hörst mal hier auf zu spielen. Hier, du nimmst dir das einfach und setzt dich dann zu deinem Bruder. Sie schnappt sich einfach das Getränk. Dann könnt ihr euch nochmal über Tanztechniken reden. Ihr könnt generell hier verrückten Plan vorschlagen. Und Luana wird es vielleicht jetzt doch gefallen. So ein bisschen. So, ihr hat das Spiel gefallen. Und berichtet jetzt so von dem Schurken und von dem Spiel und dass sie tatsächlich gewonnen hat und ihr jetzt Missionen angeboten werden. Und Makani freut sich einfach mega. Unsere Reise hat angefangen. Unsere Reise hat tatsächlich angefangen.
Runa. Ich liebe die beiden. Ich freue mich so. Ich war ja wirklich sehr skeptisch am Anfang. Aber jetzt, wo ich da so eingetaucht bin und man so richtig dieses Feeling hat, auch mit den eigenen Sims und so, das alles so erkundet. Die Bausachen sind richtig, richtig cool. Ich bin gespannt, wie das noch so weitergeht mit den ganzen Missionen. Das nächste Mal werden wir auf jeden Fall die anderen beiden Nachbarschaften noch besuchen. Heute war ja erstmal so erstes Kennenlernen, Beschnuppern. Erstmal gucken, was ist hier eigentlich los. So die ganzen anderen Formen, die ganzen außerirdischen Maskenträger mal ein bisschen erkunden. Und ich glaube, das ist gerade für Makani sehr, sehr, sehr spannend. Und Luana versucht jetzt einfach das Beste draus zu machen, wenn sie jetzt schon mitgeschleppt wurde von Makani, weil sie ihren Bruder einfach nicht alleine lassen möchte, weil sie ihn ja gerade erst wieder bekommen hat. Und ich bin sehr gespannt auf eure Meinung. Wenn ihr Ideen habt, Vorschläge, Anregungen, dann schreibt ihr unbedingt unten in die Kommentare. Ich versuche immer alle zu lesen und zu reagieren. Und ansonsten würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen und über ein Abo, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Und ich glaube, das wird eine sehr spannende Staffel. Wir gehen natürlich auch wieder zurück zu den anderen Familien. Zu Kalia, zu Murako, zu dem Haushalt, zu Keanu natürlich auch wieder. Und ja, die Geschichte entwickelt sich. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns in einem anderen Video wieder. Und ich wünsche euch noch einen wundervollen galaktischen Tag. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.